Morgen Wagner, mein Name. Ich wollte fragen, und zwar habe ich mich nämlich vor einer gewissen Zeit abgemeldet. Allerdings hat man ja noch ein 3 Monate, wo man dann. Und da wollte ich fragen, ob ich theoretisch jetzt noch trainieren gehen könnte. Kiel Wagner ist der Name. Wie ist der Vorname? Kiel, K-J-E-L-L. Weil ich wollte heute vorbeikommen und wäre ein bisschen. Genau, du bist noch tatsächlich bis einschließlich zum 13.11. kannst du noch hier. Ah, okay, gehen. Super. Gut. Genau. Dankeschön. Sehr gerne. Gut, danke, okay, ciao, ciao. Gut, ciao. Würde ich sagen, Abfahrt ins Fitnessstudio. Ihr habt es euch gewünscht, ihr habt eine Insta-Umfrage gemacht, ey. Wollen wir trainieren? Heute ist nichts mit Kopfkicken, Red Bull, Redness in the Bowl. Heute wird trainiert, gehasselt. Ich zeige euch meinen Fitnessplan, los. Ich wollte schön entspannt mit dem Fahrrad hier runterdüsen, ne? Wie man es kennt von mir. Schöne GoPro-Aufnahmen. Fahrrad ist nicht da. Fahrrad ist nicht zu Hause. Das heißt, etwa steht jetzt am Bahnhof. Schön angekettet. Oder das war's mit dem Drahtesel. Wenn jeder zweifelnde Ruf verstummt, weil der Wille zum Erfolg durch deine Blutbahn pumpt. So, Freunde, so langsam wird mir schwindelig. Wird Zeit, gleich in 5 Minuten die Übung zu wechseln. Ciao, auf Nimmerwiedersehen. Scheiße. Freunde, mit dem Training soll es das noch nicht gewesen sein. Zu Hause werde ich jetzt an die Brustpresse? Nee. Butterfly? Irgendwas für die Brust. Zu Hause werde ich jetzt richtig pumpen. Ich habe jetzt mir gerade noch ein bisschen Proteine reingehauen, Sushi. Zieh mir jetzt gleich noch einen Red Bull, um wieder ein bisschen klar zu kommen. Ich zitter auch ein bisschen, fällt mir gerade auf. Ne? Das sind die. Das ist der. Digga, hier sind halt Leute, die kommen hier in den Saturn, um zu zocken. Ne? Ich zeig's euch. Unfassbare Aufnahmen hier gerade, mega krass. Und hier unfassbar heftig. Ich glaube, der Bray geht kurz nach der Schule, geht's hier kurz Saturn rein und dann einfach. Fuck. Scheiße. Wo ist die Kohle? Wo ist die Kohle? Wo ist die Kohle?
Wo ist die Kohle? Scheiße! Wo ist die verdammte Kacke? Scheiße! Ey! Oh Gott! Oh Gott! Ich finde sie nicht! Ich finde sie nicht! Oh nein! Oh Gott, nein! Leute, oh mein Gott! Komplett reingebrannt! Scheiße! Ja, was ist passiert? Ich wollte eine Szene drehen, wie ich trainiere und dabei Shisha rauche, was ja leider zur Ursache folgte, dass die Pfeife komplett umgekippt ist. Die Kohlen befanden sich in keiner guten Position, nämlich genau auf dem Parkett. Wie man vielleicht auch sehen konnte, konnte ich eine Kohle nicht identifizieren, nicht finden, wo es sich dann herausgestellt hat, dass ich nur durch meinen Geruchssinn, schauen konnte, wo die Kohle sich befunden hat zu dem Zeitpunkt. Der Sachschaden beläuft sich circa auf, sei es ein Zehner. Ja, Teller ist ein bisschen verbogen. War nicht schön, bin ich ehrlich. Mir ist das noch nie passiert. In 3 Jahren Pfeifen rauchen. Ist mir sowas noch nie ansatzweise vorgefallen. Und klar, ich muss auch erstmal auf den Schock klarkommen. Mich jetzt auch erstmal zur Ruhe legen, hoffe trotzdem, euch hat der Vlog gefallen und bin in den Zug erstmal raus. Und als letztes Motto würde ich noch eben für euch mitgeben: Sport ist Mord. Bis dahin, euer Kiel.